Es war 3:45 Uhr morgens am Karsamstag, als Josef Ratzinger im ersten Stock dieses Hauses geboren wurde. In wenigen Tagen ist das 90 Jahre her. Das Papstgeburtshaus in Marklam Inn ist immer noch ein Ort, um Benedikt nachzuspüren. Ist es auch ein Ort für Menschen, die Lebensfragen mit sich herumtragen? Immer mehr, das spricht sich herum. 10 Jahre ist ja nicht nichts, sondern seit 10 Jahren arbeiten wir so im Haus. Und auch zu unseren Veranstaltungen kommen Menschen, die suchen um Fragen, die da und dort eine Antwort finden. Viele Menschen, die ja den feinen Denker, Theologen Josef Ratzinger schätzen, der ganz weit aufmacht, um in diese Fragen hineinzusteigen. Tiefgang hat auch die Ausstellung noch nicht in vollem Licht mit Werken von Josef Henselmann, die am Ostersonntag hier eröffnet wird. Vorab besuchten jetzt Journalisten mit Bischof Stefan Oster und dem Künstler die Ausstellung. Der Bischof beschreibt den Menschen Benedikt XVI. Er kann sehr witzig sein, er kann auch, glaube ich, sehr emotional mitfühlend sein. Er ist ein sehr guter Zuhörer, das erlebe ich immer wieder. Und er ist in einer ganz schönen Weise tatsächlich weise geworden, aber in einer Weise, die das Evangelium uns zeigt. Nämlich er hat auch einen kindlichen, einfachen, schlichten Glauben wahrscheinlich im Laufe der Jahrzehnte gewonnen, sich angeeignet, sodass das eine sehr integre Synthese ist von Weisheit, Intellektualität und kindlichem Vertrauen. Eine Geburtstagsbotschaft aus Passau ist schon in Rom angekommen. Die große Leistung des Papstes Emeritus beschreibt Oster so. Eines seiner Lebensthemen oder vielleicht das Wichtigste ist natürlich das Verhältnis von Glaube und Vernunft. Wie geht es eigentlich zusammen, dass der Mensch einerseits ein Glaubender ist, aber andererseits auch einer, der vernünftig die Welt erforscht, mit logischer Schlussfolgerung, passt es zusammen? Viele Menschen denken, das geht heute nicht mehr zusammen. Benedikt zeigt auf großartige Weise, dass es zusammengeht. Nachspüren kann man den bayerischen Papst auch mit dem Musikstück Mache dich auf, komponiert von Philipp Ortmeier. Aber noch nicht, denn uraufgeführt wird es in der Osternacht. Und am Sonntag hier in der Makler Heimat von Benedikt.